Ich glaube, der wichtigste Aspekt, wenn Menschen hierher kommen, das Wichtigste, was wir ihnen geben können, ist ein Raum, in dem sie sich erfahren können, in dem sie wieder sich wie rückverbinden können mit ihrem Wesen, mit ihrer Essenz. Und sehr unterstützend erlebe ich die Natur auch schon mal hier, wo alle Elemente vorhanden sind, oder der See, die Erde, viel Feuer und einfach das Feld. Warum auch immer, Schloss Gleiseck ist ein besonderer Kraftort. Es ist nicht der einfachste Kraftort, weil er steht nicht nur für Harmonie. Das scheint so zu sein. Das ist einfach eine Erfahrung, die wir haben oder die auch Menschen uns sagen, die sich mit diesen Energien auskennen. Er bringt auch die Polaritäten hervor, aber macht bewusst. Also wir haben ja in unserem Titel Begegnung und Bewusstsein. Es geht um Bewusstsein, um das Sein bewusst und Bewusstsein zu entwickeln. Wer bin ich? Was ist überhaupt in mir? Ja, und es gibt natürlich wir bieten natürlich an unser Gemeinschaftsfeld, es gibt die Therapeuten, also man kann Spiegel haben. Und ich glaube, das meiste liegt jenseits von verabredeten Sitzungen oder Terminen, sondern einfach in einem Feld von Menschen, die auf dem Weg sind zum Wesentlichen. Das ist das Wertvollste, glaube ich. Ja, das ist auch so. In Seminaren ist es so, dass man für bestimmte Zeit, eine Woche, ein intensives Erlebnis hat. Und hier hat man über die lange Zeit verteilt eine Erfahrung im Alltag. Also was immer man sucht, wird herausgeschält in der Schule des Alltags, in allen den verschiedenen Ebenen. Weil es ist, wenn man miteinander lebt, man verbringt die Zeit, man isst miteinander, man hat die Gemeinschaftsrunden miteinander, man arbeitet zum Teil miteinander. Es arbeiten ja nicht alle hier am Platz, aber manche arbeiten im Betrieb. Man unterhält sich über die verschiedenen Sachen und dann werden alle Bereiche vom Leben durchgescannt. Und man trifft auf sich. Man kann es gar nicht verhindern, weil hier sind so viele Spiegel, so viele Menschen, mit denen man in Resonanz ist, aber auch Menschen, wo man nicht auf der gleichen Welle reitet und wo man einfach es ist, als wäre der Diamant geschliffen. Und manchmal ist das Schleifen angenehm und manchmal ist es furchtbar, wo man denkt, ah, das hätte ich mir jetzt aber anders gewünscht. Und gleichzeitig gehört das alles zu der großen Erfahrung, die Gemeinschaft ist. Gibt so viel. Also ich erlebe hier immer wieder Wunder am Platz, jetzt gerade mit Menschen. Zum Beispiel, wie sich Lösungen auftun. Wie plötzlich, wenn eine Situation ist, wo man das Gefühl hat, es ist so verschieden, die Bedürfnisse sind so verschieden, und dann setzt man sich zusammen und bewegt die Sache nach der einen Richtung, nach der anderen Richtung und hört wirklich einander zu oder setzt sich dem aus, diesem Widerspruch, und plötzlich, puff, ist nur noch Liebe da. Das ist einfach, und es löst sich von selbst. Das ist großes Glück. Hila. Hallo.
größte Geschenk ist von Gemeinschaft. Eigentlich dieses extrem, ich habe es ihm heute Morgen erzählt, extrem einsam sein können in Gemeinschaft und da durchgehen können und da merken, ah nee, ich bin überhaupt nicht allein. Ich bin da getragen. Ja, das ist vielleicht das größte Geschenk und Lernaufgabe, die ich auch heute noch habe. Also die hört ja nicht auf, mein Gott. Bei mir ist, glaube ich, eine wichtige Sache die Toleranz gegenüber Andersartigkeit, dass ich es immer besser kann, einfach Menschen in ihrer Einzigartigkeit wirklich zu akzeptieren und auch hinter Facetten, die ich vielleicht nicht so mag, den guten Wesenskern zu sehen und zu erkennen und dann sozusagen über manche Marotte hinwegsehen zu können, in der Hoffnung, dass die anderen das bei meinen vielleicht auch so machen. Gut. Ich habe entdeckt, dass ich ein spirituelles Wesen bin. Ich habe nie so darüber nachgedacht oder mir so viele Gedanken gemacht über meine Spiritualität, wie in dieser Zeit, in diesen letzten 6 Jahren hier in Gemeinschaft. Ich habe immer an ein größeres Ganzes, an ein etwas geglaubt, was mehr ist als meine eigene Person. Und habe entdeckt, dass dieses Mehr in der Verbindung zwischen den Menschen zu suchen ist, dass das, was zwischen den Menschen geschieht, diese Gemeinschaftsseele, diese Seele, die da entsteht, wenn man sich mit Menschen verbindet, dass das eigentlich meine Form von Spiritualität ist. Ja, das habe ich entdeckt, wusste ich vorher nicht. Thank you.
Ich habe eine große Liebe zu den Masken und sie erstaunen mich jedes Mal neu. Also in jedem Kurs entdecke ich wieder ganz neue Aspekte von der Maskenarbeit. Und das sind einfach so die Gesichter, die wir zeigen, die Anteile, die wir haben, die uns oft unbewusst sind, die kommen zum Ausdruck in der Maske. Und sie ist sehr, sehr ehrlich, diese Maskenarbeit, und wird nie langweilig, weil ich auf einer Forschungsreise bin mit den Masken. Alles klar. Du mehr wissen. Ja, ja. Ohne Ende. am Anfang haben wir immer gesagt, das ist hier wie ein Kino. Und nonstop Theater. Oder also man könnte hier so eine Serie Familie Glarisek drehen und man hätte ohne Ende Geschichten. Geschichten kann ich jetzt noch weniger, weil ich erst 4 Monate jetzt da bin. Für mich ist einfach auffallend, das ist so wie so ein 24-Stunden-Workshop, der nie endet. Auch wenn man mal nur ganz gemütlich frühstücken gehen will, ist man meistens schon wieder in 7, 8 Prozessen drin. Ja, es gibt schon nachwitzige Geschichten, die ich jetzt gar nicht erzählen würde, dass die nicht so vorteilhaft sind. Ja. Trotzdem lustig, jetzt muss ich mal was. Ja, wir haben viel, fällt mir nicht jetzt eine Geschichte ein, aber wir haben viel im Kreis gesessen und auch unsere Emotionen erlebt und uns gezeigt und uns ausgedrückt und dann auch eben mal geschrien und gekämpft und das wirklich uns erforscht. Das hat Spaß gemacht und manchmal war es verrückt oder blöd oder so. Aber ich finde auch vieles ist so auf den zweiten Blick lustig, weil es ist alles sehr menschlich und sind viele Dramen und im Grunde finde ich, es sind eher Komödien als Tragödien. In der Perspektive. Das ist wie ein Tanz eigentlich. Und diesen Tanz hundertprozentig wirklich für mich zu tanzen und andererseits immer
immer den Blick fürs Ganze zu haben, immer aufmerksam zu sein fürs Ganze. Und das auch die Geschenke vom Ganzen anzunehmen und reinzulassen und zu feiern. Zu feiern. Das Feiern nicht zu vergessen. Das ist so eine Wow. Das ist eigentlich meine größte Herausforderung gerade. Das Feiern zu feiern. Ich sag mal was anderes, nicht direkt die Antwort auf die Frage, aber als ich hierher gekommen bin, war es sehr intensiv. Ja. Und nach einer Woche oder zwei habe ich gedacht, wann ist der Workshop zu Ende? Ich möchte mich mal erholen. Ach. Und eigentlich dann zu sehen, er ist nie zu Ende. Und ich kann aber innerhalb des Workshops entspannen und ich kann wirklich viel lernen und in den Spiegel schauen. Mein größtes Glück ist einfach wieder, immer wieder zu realisieren, dass wir eigentlich hier zusammenleben an diesem Platz und wirklich den Ort und das Leben hier gemeinsam gestalten können. Wenn das dann so ein Miteinander hat, es kommt ganz plötzlich jeden Tag, wenn so ein verständnisvolles Miteinander ist und ich so in den Kreis schaue, morgen im 10 Uhr Kreis und einfach sehe, ja, wir sind hier zusammen an diesem Platz und können selbst über das bestimmen, was wir hier tun. Und die Verbindung, ich glaube die Verbindung. Wenn ich die Verbindung spüre im Kreis miteinander hier, dann ist es ein glückliches Gefühl.